Jetzt geht es endlich los. Hinter uns, die Badegäste haben soeben den Badestrand, den öffentlichen, verlassen. Und wir gehen es jetzt wirklich an. Bis später. Ciao dabei. Herrlichst. Ein paar Stunden schönen Kärntner Gewässer und ja, wir sind erfolgreich. Die Nacht ist noch früh, oder? Ja, sehr früh, ja. Nicht mal vor Mitternacht. Ciao, Mann. Jawohl. Ja. Geil. Super, Burschen. Jetzt geht's weiter. Come on. Jawohl, der zweite Fisch im Netz. So kann es weiterlaufen. Sehr schön. Geil. Jawohl, der nächste Fisch. Das heißt, der braucht nicht laufen. Ich glaube, wir werden heute noch ein, zwei Mal rausfahren. In dieser Nacht kann man es wortwörtlich nehmen. Wir sind durchgefahren. Es ist jede Route doppelt abgelaufen. Es war magisch, was da abgegangen ist. Und ja, jetzt ist das Wetter gerade relativ düster und wir können auch am Tag da eventuell den einen oder anderen Fisch überlisten. Und jetzt halten wir ein. Vormittag, frischer Vormittag. Wir sind gerade auf der Terrasse hinter uns beim Café gesessen und mittlerweile ja, drei Routen gleichzeitig. Wir waren wirklich überfordert, kann man sagen. Und da haben wir Unterstützung links und rechts gekriegt. Ja, cool, schön, geht durch.
heute Morgen. Wir haben eine sehr regnerische Nacht hinter uns. Diesmal ja, mit weniger Fischen, aber dafür die größeren, so wie wir es uns erwartet haben. Sehr schön. Badesee da in Kärnten war wieder sehr gütig zu uns, hat es gut gemeint. Wir waren sehr erfolgreich und konnten irrsinnig schöne und tolle Fische fangen. Und jetzt dann lokalisieren wir gerade einen der größten österreichischen Flüsse in Kärnten. Es ist nichts Unbekannteres als die Trau und es ist das Abenteuer, was wir in den nächsten Wochen anstreben. Und da werden wir euch am Laufenden halten. Bis dahin, haltet die Ohren steif, wir sehen uns. Ciao!